Ja, dann machen wir mal weiter, ne? Wir kommen bei Let's Play Minecraft Part 4, glaube ich, müsste es sein. Wir wollten ja jetzt nachschauen, was sich in dieser Höhle befindet. Aber zuerst möchte ich noch ein bisschen was vorbereiten. Okay, Vorbereitung abgeschlossen, los geht's. So, Turtle. Also ich habe jetzt gewechselt wieder zu Camtase, weil mit Fraps da hat ihm ein paar Probleme beim Rendern. So, der Nachteil an Camtase ist jetzt allerdings, dass es ein bisschen leckt. Also ja, war es bei Fraps flüssiger. Hallo, ist hier jemand? Ein falscher Schritt und wir erleben einen heißen Tod. Hier ist schon mal Eisen. Das ist gut. Aber was nützt uns das Eisen, wenn wir mausetot später sind? Und nicht mehr unsere Beine aufkriegen, weil sie verbrannt und amputiert werden müssen. Hallo? Und hier geht's irgendwo weiter. Ich will das doch gar nicht. Hallo? Oh Gott, da geht's auch noch weiter. Ich nehme das mal hier. Platziere ich einen Block, damit er nicht spawnt oder uns überraschen kann. So, und jetzt mitnehmen wir mal das Eisen. Nehmen wir mal das Eisen mit. Sorry, Sprachfehler. Sprachfehler! Aua. Hey! Kohle! Warum nehme ich keine. Ich nehme mal schnell Crafting Table mit. Den habe ich vergessen. So. Ach Quatsch, den. Ah, noch neue Spitzhacken. So, genau. Zack, zack, zack. Zack, ja, machen wir gleich mehrere. Was soll's? So, 1, 2. Die platzieren wir gleich hier hin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ups, hier. Okay. Und weiter geht's. So, und falls wir einen Crafting Table brauchen, dann nehmen wir einfach den Baum. Dann craften wir uns einfach einen neuen. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Eins, zwei, zwei. Ich hätte vielleicht ein Wasser einmal mitnehmen sollen. Hätte man die ganze Lava hier abdecken können. Okay, Kohle mitnehmen. Ich riskiere mir meinen Arsch nur für ein paar Erze. So, Fackel. Ist hier vielleicht irgendetwas? Mal gucken. Ist hier was? Hier geht's noch weiter. Gott! Und wo geht's hier lang? Bitte lass es vorbei sein. Hallo? Hier ist es hell. Oh, Gott sei Dank, Ausgang. Ausgang! Verdammt! Es geht hier noch weiter. Naja, nehmen wir mal das Eisen mit. Eisen. Hier ist Erde. Ich habe gerade einen Kaugummi im Mund, deswegen habt ihr es flutschen können. Flutschen gehört. Ja, der Kevin nimmt mit einem Kaugummi im Mund Let's Plays auf. Unglaublich, was? Dann denkst du einfach, ey, warum der Let's Kaugummi im Let's Play auf, du dislike den Wichser. Und jetzt redet ich scheiße, keine Ahnung warum. Vielleicht weil ich so nervös gerade bin. Das war wieder nur meine Paranoia. Boah, wenn jetzt so ein Creep um die Ecke lauert, Mann, dann. Oder kommt es von der Musik gerade?
Ich hab Angst. Ich hab echt gerade Angst. Muss ich zugeben. Plupp. Die Lava macht plupp und der Creeper macht zisch bumm. So, wenn wir das hier abbauen, kommt Lava, glaube ich, her, oder? Nee, doch noch nicht. Hier ist ganz schön viel Kohle. Nicht schlecht. So, Kohle her. Hey, alte Dame, gib mir deine ganze Kohle her. Okay, bitteschön. Ich warte darauf, dass hier ein Creeper kommt und es zisch und boom macht. Irgendwo jetzt. Man weiß nicht, eine Höhle ist mit allem zu rechnen. So. Das mache ich mal zu. So, die Fackel kann man noch verwenden. Gehen wir mal hier lang. Eisen! Ja, ich nehme das Eisen hier noch mit. So. Hoffentlich hat es jetzt mein Kaugummi-Geschmack geschmatzt. Das wäre jetzt ungünstig. Fürs Let's Play. Ich glaube, die nehme ich jetzt gleich raus. Moment. Muss man schnell zum Mülleimer latschen. So. Okay, hier bin ich wieder. Und weiter geht's. Bei Let's Play Horror Minecraft. Ich riskiere hier alles. Mein Leben. Meine ganzen Gebäude. Und wofür? Nur für ein wenig Kohle. Das wir nur zum Verbrennen brauchen. Oder um Fackeln herzustellen. Egal. So. Tschüss, Fackel. See you later. Hallo. Spiele ich eigentlich auf easy? Ja. Weil ich habe da mal privat mal ein bisschen gezockt. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Hat sich gerade was bewegt. Habt ihr das gesehen? Oh, das war nur das Licht, okay. Ach du Scheiße. Schon wieder Lava. Ah ja, dieser. Ich hab Angst. Ich mach mir in die Hose. Oh Gott. Am liebsten will ich den Part beenden, aber ich mache ja halb Stunden Parts. Wir werden elendig creepieren, ja. Das ist das Schlagwort. Creepieren. Hier ist es vorbei! Juhu! Okay, mitnehmen! Mitnehmen! Und hoffen, dass keine neue Höhle erscheint, wenn ich hier die Kohle abbaue. Das wäre jetzt ziemlich scheiße. So. Aber es ist noch nicht vorbei. Haben wir noch Fackeln? Was? Wir haben keine Fackeln! Krass. Das ist mein Ende! Hallo!
Hey! Es ist Nacht. Oje, oh, oje, oh, oje, oh, oh, jetzt sind hier überall Monster. In jeder Ecke dieser düsteren Welt lebe ich. Und ich sammle hier Kohle und Eisen und Kohle. Und überlauern Kreaturen des Bösen auf mich. Ich bin gefangen. Umgeben von Toten. Endermans. Creepern. Und wofür das Ganze? Ein bisschen Kohle vielleicht, ja. Aber Kohle hilft uns nicht weit mehr weiter, wenn wir tot sind. Nach jedem zweiten Block, den ich abbaue, habe ich irgendwie einen Drang nachzuschauen, ob da was kommt. Also, ich bin echt ein Minecraft-Schisser. Könnt ihr da ruhig einen Kommentar schreiben? Du bist ja voll in Weichei, was Minecraft angeht und so. Wird mich nicht stören. Stimmt ja. Kommst du denn her? Ich will nicht mehr aufnehmen. Ehrlich, jetzt habe ich mich fett erschrocken. Ich habe mir meine Hose hat jetzt so einen braunen Fleck jetzt, ja? Ich glaube, die kann man wegschmeißen. Oh, da kommt noch einer. Wo kommt ihr denn her? Ich habe euch nicht eingeladen. Geh weg. Ich komme von oben. Oh, jetzt habe ich gerade gedacht, der Rauch wäre irgendein Vieh. Zumachen. Naja, solange hier kein Creeper kommt, Skelette sind noch einigermaßen freundlich. Spinne! Aber wo? Also ich bin jetzt total still. Ah! Wo kommst du? Wo kommen denn die ganzen Monster immer her? Ist hier irgendwo ein Skelett-Spawner? Hallo? Noch ein Skelett. Aua! Hey, wie kommst du denn hoch? Hier muss irgendwo ein Spawner oder sowas sein. Weil dass dann mehrere Skelette auf einem Schlag spawnen, ist für mich ein bisschen unwahrscheinlich. Angst. Noch nie hatte ich so viel Angst. Ich frage mich, wie es bei Amnesia aussehen wird, wenn ich Amnesia Let's Playen werde. Lass mich doch einfach in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht mehr. Nein. Nix. Worauf habe ich mich da eingelassen? Hi Zombie! Hi Zombie! Hi Zombie! Na Zombie, komm doch her! Also komm Zombie! Komm Zombie! Komm, mach mir das Leben ruhig schwer! Ja komm, lauf in die Lava! Lauf in die Lava! Lauf in die Lava! Er läuft nicht in die Lava! Du enttäuscht mich. So, ich brauche jetzt mal ein paar neue Fackeln. So.
Na, was geht? Ich nenne dich jetzt Bö. Was, Bö? Komm her! Hey! Ah, ich hab dich getötet! Ich will das doch nicht. Hi, Andy. Nicht anschauen. Ich schau dich nicht an. Erstmal nehme ich das hier mit, bevor ich da weitere Erkundungstouren starte. Hey, ich höre einen Hund oder sowas. Ich höre einen Wow. Also vor den Creepern habe ich am meisten Schiss, Leute. Weil die immer so überraschend Zisch und Boom machen und man ihre hässliche Visage immer auf sieht und nicht damit rechnet. Am zweitmeisten Angst habe ich vor Skeletten und dann Zombies. Aber am meisten habe ich Angst vor Creeper. Die sind bei mir echt ein Grund, warum ich Höhlenerkundungen verachte. Weil die immer hinter irgendwelchen Orten lauern und dann macht's plötzlich Zisch und Boom. Ich gehe davon aus, dass hier nichts kommt. Nehmen wir mal die Kohle damit. So. Die Spinne muss ja irgendwo in der Nähe sein. Irgendwo bei der Kohle. Kann aber auch sein, dass hier eine zweite Höhle ist. Hört das? Die Spinne ist ja ganz in der Nähe. Ja, bin ich, mein dich, genau. Scheiß Viech. So, ich nehme jetzt erstmal die Kohle mit und dann will ich zurückgehen und erst einmal das Zeug lagern. Ich dachte dann, wir dann alles verlieren, wenn ein Creeper kommt oder sowas. Was ich auch glaube, wenn man so nervös ist wie ich, dass man dann Fehler macht, wenn ein Monster auftaucht. Besonders bei Creepern rechnet man hier mit allem. Die sind ja unberechenbar, diese grünen, böse schauenden Viecher. Die Notch als Kühe bezeichnet. Hier ist noch Kohle, können wir aber später noch mitnehmen. Ich werde es zurück. Sonst halte ich es hier nicht mehr aus, ich drehe sonst durch. So. Der Ort kommt mir bekannt vor, hier ist die Lava. Ja, genau, Kluck Kluck. Lava, ich freue mich, dich zu sehen. Irgendwie kommt mir vor, es kommt immer die gleiche Musik in der Playlist. Kann das sein? Naja, es sind auch nur 5 Lieder. Es sind nur Oblivion Musik. Ich glaube, ich brauche da mal echt mehr Musik dafür. Ja, ich brauche echt mehr Dungeon Musik. Also im nächsten Part wird mehr Dungeon Musik kommen, wenn ich noch mehr, wenn ich die Höhle weiterhin erforschen sollte. So, während wir auf Erkundung sind, können wir das Eisenerz wieder braten. So, Plastiksteine können wir reintun, Kies kommt rein, Bretter, na, die brauchen wir noch, Fleisch kommt rein, Pfeile, Knochen, Fressen, haben wir noch genug auf Vorrat, okay, dann kann es ja weitergehen. Und es geht weiter. Ich mag das gar nicht.
Konzentriert baut der Engel Kevin seine Kohle ab. Auf Gefahr hin, dass jederzeit etwas kommen könnte und ihm zur Hölle schicken würde. Ich freue mich schon, wenn ich die Aufnahme ansehe, mich erschrecke, wo ich das Skelett sehe. Ja, ich schaue mir meine Minecraft-Videos manchmal auch an. Und das muss ich mir anschauen. So, jetzt will ich an die Stelle gehen, wo der Enderman vorhin war. Es ist Tag, yay! Keine Monster! Na, die Gelegenheit nutze ich noch, um das Tool hier das Ganze ein bisschen abdichten, damit hier nichts mehr von oben kommt. Okay. Ah ja, diese Höhlengeräusche, die deuten darauf hin, da eine Höhle in der Nähe ist. Wer hätte es gedacht? Hallo? Oh, ich höre einen Hund. Hier ist Wasser. Und sonst nichts. Boah, bin ich erleichtert. Ich dachte, hier geht es jetzt wieder in einen riesigen Komplex nach irgendwo hin. Nun gut. Das ist übrigens meine allererste Höhlenerkundung, die ich auf Easy mache, alleine. Sonst habe ich immer mit Balzer Multi gezockt und Höhlen erkundet. Da hatte ich nicht so viel Schiss. Allein hat man da viel mehr Schiss. Keine Ahnung, woran das liegt. Sonst habe ich immer nur auf Peaceful erkundet. Und da, selbst da bin ich schon ein paar Mal gestorben wegen Lava und so. Ja, genau wegen dir, meine liebe Lava. Na komm schon, fließ endlich ab. Haben wir so viel Zeit, um zu warten, bis die Lava abfließt? Ne, ich glaube nicht, ne? So, dann bauen wir uns hier mal einen kleinen Steg. So, das muss denn jetzt sein. Ich warte hier nicht Millionen Jahre drauf, bis das abgeflossen ist. Weiter geht's in die Tiefe. Und das war's schon. Oh, bin ich erleichtert. Okay. Die Höhle hätten wir erkundet. Nehmen wir uns jetzt die ganzen Ressourcen mit. Das kann jetzt ein bisschen langweilig werden, aber egal. Was heißt hier langweilig? Es besteht immer noch die Gefahr, dass hier Monster spawnen an Orten, wo ich die Fackelscheiße platziert habe. Das kann hier alles passieren. Denn das ist Minecraft und nicht irgendwie, Erzabbau-Craft oder sowas. Ja, okay, das war jetzt ein schlechtes Beispiel, ich weiß, aber egal. Fließt endlich ab, Lava. Nee. Hier ist Gravel. Auf Deutsch Kies, ne? What? Der muss hier doch irgendwo sein. Jetzt habe ich Schiss. Dieses Geräusch produziert bei mir Angstzustände. So Verfolgungswahn, Zeugs und so. Er kommt näher. Das Geräusch wird immer lauter. Oh nein. Wird uns der Zombie finden? Wo bist du? Ich weiß, du bist untot. Aber gleich wirst du tot sein, wenn ich dich gefunden habe.
ihr merkt wahrscheinlich, dass ich hier sehr still bin in dem Part, weil ich Angst habe. Der Kevin hat Schiss. Ich bin schon so viel alt und laufe da ohne zu zögern hier runter. Denn das ist schon eine Heldentat von mir, dass ich hier alles mitnehme. Obwohl ich hier Muffensausen habe. Besonders vor Creepern. Ich glaube, den Part nenne ich Kevin, der Angsthase oder sowas. Ja, genau, den nenne ich so. Kann auch sein, dass es jetzt Nacht ist und dass der Zombie-Sound von oben kommt. So, ich nehme jetzt noch diese Kohle mit und dann gehe ich nach Hause. Also zum Spawner, meine ich. Und tu ein bisschen ablegen. So. Und tschüss. Schwert bewaffnen, man weiß ja nie, welche Leute mir da ans Leder wollen. Ans Leder, Lederhelm, versteht's? Das Eisen können wir später noch mitnehmen. Jetzt habe ich dafür keinen Nerv. So. Hey Kevin, das ist doch nur ein Spiel. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Ich weiß, ihr müsst ja nur dran sitzen vor eurem PC und nur zuschauen, aber für mich ist es was ganz anderes. Denn, oh Gott. Wir könnten uns einen Bogen craften. Aber die Frage ist, will ich das überhaupt? Ist es Tag oder Nacht? Es ist Nacht, okay. Ich gehe da jetzt nicht raus. Ne, ihr wisst warum. Ich glaube, jetzt beende ich den Part doch langsam mal. Spinnenauge, Kohle. Ja gut, wir haben Fettbeutel gemacht. Wir haben jede Menge Kohle eingesammelt. Ein bisschen Eisen, das ist okay. Daraus können wir ein paar verbesserte Werkzeuge machen. Wir dürfen halt dann nicht so viel davon verwenden. Denn wir brauchen ja noch ein bisschen Eisen für andere Werkzeuge, Scheren oder sowas. Oder ein paar Eimer wie dieser hier. Wir haben zwar schon einen, aber ein zweiter kann auch nicht schaden. Jetzt ist die Frage, was mache ich mit dem Spawner? Ich glaube, jetzt nehme ich mal die Mossstones mit ein bisschen. Das heißt, sie dann gleich durchs Harvestones, damit er nicht spawnt. Ja, ich weiß, ich bin ein Weichei. Und ich schäme mich auch, ich weiß, aber ich sag, ich kann nichts machen. So, zack. Den Spawner möchte ich am liebsten abbauen, aber dann würdet ihr mich rumflamen. Ey, warum hast du den Spawner abgebaut? Das Ding daraus könnte man eine Monsterfalle bauen und so. Und daraus könnte man eine XP-Farm machen und so viel Strings und so sammeln. Bla bla bla. Hier ist noch ein bisschen Moosstein. Moosiger Stein. Moosiger Pflasterstein. Ja, so heißt er. Moosiger Stein. Bemoosterstein heißt er, genau. Oder Bemoosterstein heißt er. Ja, Bemoosterstein. Gut, dann. Ja, nehme ich noch die Mossstones mit, was soll es. Eisen! Mitnehmen!
muss das Eisen mitnehmen. Okay. Jetzt wieder abdichten. Den Spawner blockieren, das funktioniert leider nicht. Aus dem Grund, weil die hier im ganzen, also in diesem ganzen Bereich, wo die Cobblestone sind, dass die dann da alle spawnen. Egal wo. Hier ist noch Eisen. Ich freue mich. Zack. Und ich mache schon wieder einen Megapart, fällt mir auf. So, hier hat man alles, Monstermäßiges. Es leckt ganz schön ein bisschen jetzt langsam, wahrscheinlich weil ich schon länger aufnehme. Ne, keine Steinaxt, wir wollen hier niemanden abbauen, also niemanden verholzen hier. So. Ich werde gleich mal ich mir in die Hosen, weil dann gleich was spawnt. So. Hier muss eine Höhle wieder sein, weil ich einen Zombie höre und es ist, soweit ich weiß, hier ist noch mehr Eisen. Yippie, Eisen, Eisen, Eisen. Hey! Hä? Da bewegt sich was. Also vom Spawner war das nicht, ne? Sonst hätten wir es ja gesehen. Sehr merkwürdig. Zombies. So, hier noch, dann haben wir alle Monsters, die hier am Rand sind. Ja, okay, das ist nur dieser hier, nehme ich an. Zack. Keine Ahnung, was man damit machen können. Wir können damit, glaube ich, ein paar Wege bauen oder so. Ich baue. Oh, zum Glück. Ich dachte, hier geht's. Ja, es war dieses Ding, das ist, da wo die Monsters vorher waren. Das war dieser Punkt hier. Hier ist cool, aber ich scheiße es drauf. So, ich will hier einfach raus. Part beenden und so. Ne, ihr wisst Bescheid. Nochmal Eisen. Warum sind die Eisendinger an der Stelle, wo ich sie nicht haben will? Und an dem Spawner herum. Gott. So, wie machen wir das jetzt? Ich glaube, ich mache es jetzt so. Zack. 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 Den hier nehme ich mit. Auch den unter dem Spawner. Zack, zack. Hier reißen wir ab. Platzieren hier was. Zack. Fallen dort rein, platzieren das hier. Zack, zack, zack. In dem Dungeon ist es normal, dass sich immer 64 Monsters befinden. Und hier sind anscheinend 63. Das heißt, wir müssten einen übersehen haben oder wir haben tatsächlich alle abgeerntet.
Nicht wahr, Spinne? Verdammt, warum platziere ich dort Eisen? Nervosität. Hä? Noch eine Spinne ist gespawnt. Hallo, der Spawner ist hier. Ist hier vielleicht ein Spawn-Fehler oder sowas? Egal. So, im nächsten Part, was machen wir im nächsten Part? Keine Ahnung. Im nächsten Part schauen wir, was wir machen können. Entweder möchte ich hier langsam anfangen, eine Monsterfalle draus zu bauen, oder wir laufen zurück und tun die ganzen Sachen ablegen. Die Spinnen sind da oben, okay. Gut, dann sage ich bis zum nächsten Part. Servus.